Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Huawei Blog erklärt. Heute ausschließlich zum Thema Wipe Cache. Wipe Cache wird immer mal wieder bei uns in der Community, in der Huawei Family gefragt, für was braucht man das, beziehungsweise auch von uns drauf verwiesen. Deswegen heute einfach eine kurze, knackige Anleitung, Wipe Cache. Ich habe hier drei Handys liegen, zwei davon sind mir dankenswerterweise von meinen Töchtern zur Verfügung gestellt worden. Zum einen das Nova, mit dem werde ich auch nachher dann die Anleitung machen, mein Daily Driver, das View 10 aktuell und das P10. Warum drei Handys? Ganz einfach, das View 10 hat Android 9, das Nova hat Android 7 und das P10 hat noch Android 8 drauf. Die Funktionsweise vom Wipe Cache ist im Endeffekt immer gleich, aber das zeige ich euch gleich nach unserem Intro. Und Action! Ja, kurz und knackig, die Wipe Cache Anleitung, die übrigens auch für Tablets funktioniert. Zuerst schalten wir mal unser Handy bzw. Tablet komplett aus. Dazu einfach hier den Power-Button auf der Seite länger drücken, bis dieses Menü erscheint. Dann auf Ausschalten, nochmal berühren, um auszuschalten, und es vibriert kurz und geht dann aus. Jetzt Wipe Cache durchführen, das Gerät im ausgeschalteten Zustand, die Power-Taste und die Lauter-Taste. Hier ist die Lauter-Taste oben gedrückt halten. Also Power-Taste, Lauter-Taste nach oben gedrückt halten und dann warten, bis das Logo erscheint. Einmal. Zweimal. Jetzt loslassen. Und warten, bis sich das Handy in den sogenannten Recovery-Modus gebootet hat. Das dauert immer ein bisschen, je nach Handymodell, und schaut dann im Anschluss so aus. Ihr habt jetzt drei verschiedene Auswahlmöglichkeiten, die ihr auswählen könnt. Entweder per Touchscreen, also mit dem Finger, oder aber auch per Lautstärke-Wippe nach unten oder nach oben. Wichtig, sehr wichtig, bitte nicht auf Wipe Data Factory Reset, sondern in unserem Fall auf Wipe Cache Partition, weil bei diesem Factory Reset sind alle eure Daten weg. Also hier muss man einfach aufpassen und ein bisschen vorsichtig sein. Was machen wir? Was wollen wir machen? Wir wollen einen Wipe Cache durchführen. In dem Sinne drücken wir einfach hier auf Wipe Cache Partition. Und zack, ihr habt es gesehen, es ist ziemlich schnell gegangen. Oben der Kreis um EMUI schließt sich. Es wird 100% angezeigt und schon ist es erledigt. Nachdem ihr diesen Wipe Cache durchgeführt habt, einfach auf Reboot System Now klicken und das Handy fährt sich wieder hoch und der Cache ist gewiped. Der Zwischenspeicher gereinigt. Wenn euch diese Anleitung gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert unseren Kanal und schaut euch die detaillierte Anleitung und die Hintergründe auf unserem Blog an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.